Ja, e hoch x, das sollte geklärt sein. E die besondere Exponentialfunktion, e die Basis 2,718 Pünktchen, Pünktchen, können wir e für schreiben, wächst für x gegen Plus unendlich stärker als jede Potenz x hoch n, Potenz bestehend aus Basis hoch Exponent. Als Beispiel, ihr habt die Funktion e hoch x und die andere Funktion x Quadrat. Kann auch x hoch 3, x hoch 4, was auch immer sein. Das ist gemeint mit x hoch n, also irgendeine Zahl oben im Exponent. Es kann auch mal sein, dass diese Potenzfunktion die E-Funktion vorher schneidet oder was auch immer. Es geht jetzt darum, ganz weit nach rechts zu gucken. Und da ist es immer so, dass die E-Funktion als Exponentialfunktion wesentlich stärker nach plus unendlich wächst als entsprechend die Potenzfunktion. Wozu ist das jetzt wichtig? So ein Klassiker ist, ihr habt die Funktion, ich nenne sie jetzt mal h von x, weil ich mir die zusammenbastel aus den beiden, nämlich e hoch x minus x Quadrat. Und wenn jetzt gefragt wird, diese Funktion, diese zusammengebastelte, bestimmen Sie doch bitte mal dafür Limes x gegen plus unendlich. Viele gehen dann her und sagen sich, na gut, ich teste mal und setze hier eine hohe Zahl ein. Das wäre entsprechend unendlich. Ich setze hier eine hohe Zahl ein, das wäre auch unendlich. Und irgendwas minus irgendwas, wobei das gleich ist, ist 0. Aber wir hätten eben den Fall, e hoch x wächst wesentlich stärker als diese hier, diese Potenz. Also kann ich sagen, das hier ist das stärkere von beiden. Und somit hätten wir dann als Ergebnis plus unendlich. Da kann es zum Beispiel auftreten, wie gesagt, das Wichtige, e hoch x wächst, wie gesagt, stärker für x gegen plus unendlich als jede Potenz mit dem Ausdruck x hoch n.